Das zählt schon als Straße, ja. Also hier. Und hier. Da wir von Anfang an zwei Jäger haben, gleich mal unseren. Unsere ersten zwei Metzgereien errichten. Holzfällerhütten upgraden. Und ja, auch gleich den Steinmetz errichten. So, ich will als erstes die Holzfäller auf Maximum haben, dass wir auch unser Holz kommen. Hier würde ich an zwei Kühe rankommen. Schon unterwegs. Gibt's hier nur Fisch oder auch noch was anderes? Also ja, Holz, aber Fisch und... Ah, noch mehr Kühe, gut. So, Holzfäller. Können abgegradet werden. Gut, was hat das hier? Verstanden. Ganzes Trüppchen Schafe, das ist gut. Und noch mehr Fisch. Und hier wäre unser Eisen. Okay. Ei, alles klar. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Jawohl. Verstanden. 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 Okay, hier sind Banditen. Seid willkommen. Während ihr dabei helft, die Kathedrale zu bauen, können wir euch mit Waren versorgen. Verstanden. Okay, die sind schon Handelspartner. Die verkaufen ganz wenig Stein und ein bisschen Eisen. Sind aber nah an den Banditen. Also ja, wir haben mehrere Wege nach unten. Oh ja, und wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Wurstmacher ausbauen. Dazu sollte ja jetzt dann das Holz auch reinkommen. Die Jägerhütte auch ausbauen, bitte. Wie sieht die andere Jägerhütte aus? Die müsste auch ausgebaut werden. Dann kundschaften wir mal die Seite des Flusses aus. Schon unterwegs. Ich dachte, hier wäre jemand. Auf euren Befehl.
Wobei, hier ist auch jemand. Hier ist der Hafen. Hier sollte irgendwann mal der Hafen sein. Jawohl! Gucken wir erstmal, wer Lila ist. Derzeit arbeiten wir nur für die Stadt Geth. Kommt später wieder, falls ihr Stein benötigt. Verstanden! Mhm. Also das hier ist eine Dorf am alten Steinbruch. Ja, die sind nun bekannt, aber keine Handelspartner. Also wir können bei ihnen keinen Stein kaufen, wenn wir welchen bräuchten. Und ja, wir haben hier definitiv sehr milden Winter. Nämlich nur 3 Monate. Vor allem nur 2 Monate, die es keinen Fisch gibt. Hier können wir mal hochbauen und erstmal eine Farm errichten. Am Ende. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Okay, das Gebiet da ist leer. Dann reiten wir mal nach Geth. Ja, Miner's Creek und Dorf am alten Steinbruch. Und natürlich Banditen. Sobald eure Siedlung steht und der Hafen wieder aufgebaut ist, können wir damit beginnen, die Kathedrale für den Bischof von Geth zu bauen. Verstanden! Wenn ihr erst den Titel Landvogt tragt, werdet ihr uns sicher helfen können. Die Seuche geht in unseren Landen um. Unser Hafen muss wieder aufgebaut werden, damit dort ein Schiff mit einer Ladung Medizin anlegen kann. Geht zum Hafen und baut ihn wieder auf, damit wir die dringend benötigte Medizin erhalten. Seid willkommen. Während ihr dabei helft, die Kathedrale zu bauen, können wir euch mit Waren versorgen. Brot und Weizen. Nicht unbedingt notwendig. Schon unterwegs. Ich werde als nächstes dann die Gebiete einnehmen. Erst das mit dem Fisch, dann das mit dem Eisen. So, während wir darauf warten, dass auch ein bisschen Brot reinkommt. Alles klar. Schon unterwegs. Was handelt Geth eigentlich? Gar nichts. Jawohl. Hier könnte ich mir noch Schafe einkaschen. Hier würde es Heilkräuter geben. Auf euren Befehl. Und Geld. Alles klar. Das sollte eigentlich heil bei uns ankommen, weil wir keine Banditen auf dem Weg dorthin haben. Und hier würde es noch Wild geben. Mhm. So, das heißt, wir kümmern uns erstmal um unseren Titel als Landvogt. Wie ihr wünscht. Ja, über kurz oder lang müssen wir gucken, dass wir die Banditen loswerden. Und das hier ist der Kathedralenbauplatz von Geth. Also ja, es gibt eigentlich nur 2 Wege über den Fluss. Das ist einmal der hier, einmal der hier drüben.
Die sollten wir über kurz oder lang auch sichern. So. Holen wir uns erstmal die Kühe. Jawohl. Würde ich sagen. Sind zwar nur 5 insgesamt, ist aber besser als nichts. Alles klar. Schon unterwegs. Das heißt, ich kann auch hier gleich meine Kuh bauen. Und wir brauchen Holz. Aber ja, Holz kommt rein. Also da kommt Holz und da irgendwo habe ich Holz gesehen, ja. Okay, das Gelände ist so zu uneben. Dann eben so. Wie ihr wünscht. Nee, jetzt sollten wir dann Elias erstmal zum Landwirt machen. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Mhm. Darum kümmern wir uns ja auch. Wir haben ein Territorium eingenommen. Da kommen nämlich unsere Kühe. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, gucken wir mal, ob wir hier vernünftig ein Tor hinstellen können. Können schon, aber wir können es nicht richtig zumachen. Nee. Ärgerlich. Das weiter oben hinstellen wird auch nichts bringen, oder? Nee. Müssen wir es doch weiter unten hinstellen. Oder doch? Ich kriege hier aber keinen. Oh, holen die Wasser von hier unten? Für ihre Kühe. Wäre schon mal interessant. So, hier kann ich einfach einmal durchziehen. Hier kommt man nirgends rein. Hier kommt man rein. Und hier würde man reinkommen. So, wieder auf normal ausrichten. Hier will ich auch, dass man reinkommt. Will ich, dass man hier reinkommt?
Ehrlich gesagt will ich nicht, dass man hier reinkommt. Der Fischer kann auch den Umweg hier unten rumnehmen. Wird wahrscheinlich besser sein.